So, ich kann mich an erinnern, da war was ganz was Blödes beim letzten Mal. Zaubertür, ne? Zaubertür, ne? Ist so. Ist es. Aber ein Level habe ich doch noch gar nicht gemacht, oder? Kann das sein? Eins fehlt doch. Die dreckigen Sümpfe, ey. Die werde ich nie wieder vergessen in meinem Leben. Hier, Bambus-Kakerlake. Ja, viel Spaß beim Duschen. Fass dich nicht so lange an, das ist ungesund. Bambus-Terrasse. Bambus-Terrasse. Ist das ein Koala? Oder was soll das sein? Na! Was ich mir bei Mc's gegönnt habe, ein Double Big Mac Mac-Menü. Mit Gitterkartoffeln und einer Coke. Und dazu 9 Nuggets. Bambus für den Kreisel sammeln, der dich zum Abendsee bringen soll. Wir haben sie weg. Die sind nicht gut, du bist nur schlecht. Musst dir halt ein Meta-Deck machen. Das ist halt der Nachteil bei solchen Online-Yu-Gi-Oh!-Dingern. Musst halt immer mit Meta-Deck spielen. Was macht der? Oh, oh. Der schießt mit Silvester-Grahan an mir. Oh, oh. Nuggets! Ja, da waren Nuggets. Ich habe heute mir Nuggets gegönnt. So, warte mal. Bambus-Terrasse, ist da irgendwas? Nee, aber was ist denn Frostaltäre? Besiege den Yeti in 2 Runden. Ach, das ist wahrscheinlich ein Boss. Ah, du bist leicht tuckig. Na, die 20er-Packung schaffe ich nicht, wenn ich noch ein Mac-Menü dazu fress. Weißt du? Schmeiß wieder die Hälfte weg oder verfütter es am Bubi und das ist es dann nicht wert bei dem Preis. Das Komische war, ich habe die in so einer Spicy-Nugget-Packung bekommen, aber die waren gar nicht spicy. Und ich musste bei so einer alten, schrägen Oma bestellen. Statt bei der heißen, geilen Drecks-Chica. Weißt du, ich habe da so immer den Bubi-Bonus, weißt du? Also nicht Busen-Bonus, Bubi, sondern Bubi-Hunde-Bonus. Weil der guckt nämlich immer hinten aus dem Fenster raus. Und das finden die dann alle immer voll süß, wenn sie ihn sehen. Und dann, hätte ich mir ihre Nuggets bestellt, weißt du? Bin ich alt, wenn ich noch sagen kann, ich gehöre zu der Generation, die noch das McDonald's 1x1 miterlebt hat? Also wo das Zeug auch wirklich noch 1 Euro gekostet hat? Cheeseburger, Chickenburger und so. Bin ich alt, wenn ich das behaupten kann? Vermutlich, oder? Jetzt kostet das, habe ich vorhin nachgeschaut, 2,19 Euro. Mehr als das Doppelte mittlerweile. Das ist schon ein Unterschied. Naja. Von Tag und Nacht. Beste Zeit, gell? Da kam noch die Werbung im Fernsehen mit was kostet Cheeseburger, was kostet Chickenburger, was kostet eine kleine Coke und deine Handynummer. Das war noch lustig. Da haben wir noch alle gelacht. Ja, die Coupons gibt's aber nicht immer. Ist ja schon wieder vorbei mit dem Coupons. Was schießt denn der da? Was soll denn der? Kannst du nicht hier einfach einen auf Russen machen? Aua! Ich würde euch gerne mal meinen Pimmel zeigen. Ja, ja, ja. Bei euch? Ja, bei uns ist schon wieder vorbei. Bei uns war erst. Ist ja immer erst unten im Süden. Das weiß man ja. Ist ja bei Aldi auch so. Die Scheiße, die sich beim Aldi Süden nicht verkauft, die kriegt ihr dann im Norden. So den Abfall quasi. Und dadurch kannst du schon mal rausfinden, wie die Stellung in Deutschland ist. Der Süden ist einfach begehrenswert. Stehen die da einfach so? Helfen die mir? Ah, du bist aber stabil, Bruder. Hallo, Lisa, du alte Dachterrasse. Schauen wir mal, ob wir heute mal wenigstens über 10 Leute zusammenkriegen.
Jetzt, wo der Broffel nicht da ist, müssten doch alle bei mir sein, oder? Die lieben mich doch alle, haben sie gesagt. Denn ich bin so ein schöner Mann. I am so beautiful to me. Bubi war mit mir im Mediamarkt heute. Das ist auch immer ein Highlight. Ich mag das, wenn Leute dann lachen, nur weil sie den Hund sehen und sich denken, oh, ist der süß. Ich habe die ganze Zeit nur Angst, dass der Bubi irgendwelche komischen Regale anbieselt und markiert. Das ist so mein Problem, wenn ich mit ihm in so einen Laden gehe. Aber grundsätzlich funktioniert es. Er hat es nicht gemacht, Gott sei Dank. Hat er mal ein Regal angebieselt. weil vor ihm noch ein Hund da war. Aber im Fressnapf sind sie es ja gewohnt. Da darfst du ja Hunde mit reinnehmen. Die wischen das dann auch dankenswerterweise weg. Und dann kriegt ihr trotzdem noch Leckerlis an der Kasse. Das ist voll, das ist wirklich hundefreundlich. Das muss man sagen. Fressnapf mag ich da sehr. Boah, der wollte mich schon wieder voll. Das ist seltsam. Warum ist hier nichts? Eine Ausbuchtung ohne nennenswerte Münzen, hätte ich jetzt fast wieder gesagt. Hast du das gesehen? Der hat das auf der Nase balanciert. Sowas kann ich sonst nur mit Handtüchern, wenn ich einen Ständer habe. Ja, im Fressnapf, da riecht so viel nach anderen Rüden und so. Da kann das schon mal passieren. Die sind ja drauf eingestellt. Ich meine, wer eine offene Auslage mit Leckerlis hat, der rechnet damit, dass Hunde kommen. Die Notfallfluchtbrücke. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Ich aktiviere sie sofort. Hä? Hast du dir gerade ein Abo gemacht, Sandra? Oder hast du eins bekommen? Hä? Nein, mein Chat spinnt, oder? Kann das sein? Weil manchmal werden eure Nachrichten angezeigt ohne Rahmen, was seltsam ist. Oh. Es wäre uns eine Ehre, wenn du dieses Zeichen unserer Wertschätzung annimmst. Okay, bestimmt Essstäbchen. Oh nee, ein Ei. Oh, ich höre schon. Was ist das? Ein Yeti? Ach, das wusste ich gar nicht. Man kann den Yeti auch freispielen. Ich merke gerade, dass ich dieses Spiel nie in meinem Leben durchgespielt habe. Jetzt schon zum mehrmaligsten Mal. Dachte immer, ich hätte das durchgespielt. Dabei habe ich wohl nur den ersten Teil durchgespielt. Ist komisch, aber bei mir ist jetzt der Rahmen wieder da. Vorhin war er nicht da. Das ist alles ein bisschen verdächtig. Halt hier. Okay, die weiß ich, wo sie sind. Ja, geh nur rein. Und du da Platz machen da drin. Nein, nicht da unten. Nein. Nicht unten und nicht immer unterm Schrei. Ich hab dir extra dein Hundebett dahin. Da ist er. Nee. Ich ficke dir. Wie mies, der rennt halt einfach schon das ganze Level. Ja. Peewee. Ein schönes Hundebett, ja. Aber er weiß noch nicht, dass er da drin schlafen soll. Momentan nutzt das hauptsächlich, um seine Spielsachen drin zu lagern. Aber gut, es braucht vielleicht auch einfach ein bisschen Zeit, bis er das versteht. Es ist auf jeden Fall bequem. Und es sieht gut aus. Er mag es auf alle Fälle. Er hat kein Problem damit. Er hat bloß noch nicht verstanden, dass er da drin schlafen kann. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil er instinktiv aktuell eher kühlere Plätze sucht. Er schläft auch aktuell. Normalerweise, er schläft auch. Er darf auch im Bett schlafen. Das macht er aktuell aber auch nicht oft. Einfach deswegen, weil es zu warm ist im Bett.
Er liegt tatsächlich eher so am Boden, an der Heizung, weil die ist ja aus und das Metall ist schön kühl und so. Oder nahe am Fenster oder direkt am Fensterrahmen, weil das einfach kühl ist. Das ist aber normal. Das ist viel zu warm in der Wohnung. Ich krieg's auch gar nicht kalt genug. Wer legt sich auch nur ins Bett, wenn ich Ventilator anhab? Nur dann legt er sich ins Bett. Dann zieht er sich den volle Dröhnung rein an Stinkeluft. Weil ich Vorzimmer vor dem Ventilator und guck dann, wie er reagiert. Siehst du immer, wie die Nasenflügel flattern, wenn der Gestank kommt. Zur Bergspitze vordringen. Achso, das habe ich schon geschaut. Flatter, flatter! Wo ist denn jetzt diese... Ach, da ist auch was. Schau mal an. Aber wo ist denn jetzt, diese... Na, wie heißt denn das Ding? Vase. Wo ist denn die Vase hin? Hä? Das ist nicht böse, das ist völlig normal. Man muss doch dem Hund auch mal ins Gesicht forzen dürfen. Hallo? Er steht ja sogar drauf. Da oben bestimmt, oder? Ich habe nicht aufgepasst, wo die Vase gespawnt ist. Würdet ihr das nicht machen? Also jeder würde das doch machen. Kann sich ja nicht... Also er kann sich schon wehren. Ich meine, er furzt ja auch. So ist es nicht. Nee, der ist da nicht. Hä, wo ist denn die Vase hin? Hä? Ich würde das aber auch, wenn jemand bei mir über... Ah, hier. Wenn jemand bei mir übernachtet oder so, würde ich auch ins Gesicht furzen. Das ist so. Das ist der Grund, warum die Angie mich nie besuchen kam. Zum Beispiel. Weil die genau weiß, ich furz ihr ins... Kennt ihr das, wenn du in so einer Raucherwohnung bist und dann hast du so einen gelben Gilb an der Wand vom Nikotin? So ähnlich bräunlich ist das bei mir an den Wänden auch vom Furzen. Da ist auch so. Der Gilb, der kommt vorbei und macht die Wäsche grau. So ist es bei mir. Der ist doch gar nicht... Ah, Finn! Hey, Finn! Alles Gute zum Geburtstag! Schön, dass du da bist! Du würdest mir so eine geben, ja. Eine sexy Schelle. Sehr gerne. Erzähl mal, wie läuft dein Tag heute? Hast du schon gefeiert? Feierst du noch? Hast du frei oder erst ab morgen, Wochenende? Wie sieht's aus? Soll ich dir als Dankeschön meinen Penis zeigen? Möchtest du mal einen erwachsenen Penis sehen? Habe ich nie gesagt, halt's Maul! Nein, wo waren jetzt diese Einbuchtung? Nee, wirklich, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Schön, dass es dich gibt. Lass dich ordentlich feiern. 17 bist du geworden, glaube ich, gell? Du hast eine PS5 bekommen? Schade. Ich fand deine Retro-PS4, die sich anhört, wie ein Industriestaubsauger, fand ich eigentlich schon sehr gut. Ehrlich gesagt. Die hatte was. Also wirklich... War integrierte Shisha-Bar eigentlich bei dir. Nice, PS5. Ach, du bist... Hey, ich dachte, du bist älter geworden. Meine Freunde wollen nach Mit 15 schon eine PS5. Endlich nach Hause. Aber diese verflixten Rinoxe lassen sie nicht. Kannst du die Panda-Arbeiter retten? Nö. Los, spring rein und pass auf, dass du auf die Rinoxe zielst. Nicht auf deine Freunde, das weiß ich gar nicht, wie sowas geht. Ich schieß einfach. Was eine krasse Mission hier. Bam, Alter! So müsste COD sein. Dann könnte ich es auch. Fertig, oder? Nee. Ja, viel Spaß. Und lass dich nicht von deinem Freund befummeln zum Geburtstag, gell? Das ist nicht das, was man macht. Hä? Ernsthaft? Jetzt fliegen die schon von der Decke runter? Vom Himmel, meine ich. Warum sagt man eigentlich Decke zur Decke, wenn eine Decke doch eine Decke ist und keine Decke?
Verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Kann mir das einer erklären, warum Decke Decke heißt und Decke aber auch wiederum Decke? Wenn ihr wisst, was ich meine. Bitte, nimm dieses glänzende Ei. Das war easy, Rusty. Fertig, oder was? Dann muss ich ja jetzt nur noch zur Bergspitze vordringen. Wie auch immer das gehen soll. Ist das die Bergspitze da oben? Ach so, nee, das ist der Yeti, gell? Ah, das kann ich noch gar nicht machen, den Yeti. Nö, nö, nö. Aber 15? 15 ist auch so ein Alter. Bringt einem irgendwie gar nichts, gell? Da darfst du noch nichts. Du bist so genau vor 16. Ab da dürftest du wenigstens mal was bei uns im Lande. Aber mit 15... Lass uns zum Kreisel gehen. 15 bist du halt noch so genau nichts. Vom deutschen Staat. Boah, jetzt kommt ein Bossfight, oder? Oh je. Abendsee. Ein kleiner Schritt für einen Drachen, aber ein großer Schritt für Zocki Smocki. Ich bin der Zocki. Ich hab gerne auch mal ein paar Socken am Zocken. Reise nach Spikes Arena. War das... Du dummes, unfähiges, nutzloses Ding. Ich gebe dir eine einfache Aufgabe und du versagst. Auf Kinder kann man sich einfach... Ja, Mann, deswegen schlafe ich nicht mit Kindern, weil das macht keinen Spaß. Ich kümmere mich darum. So viel Ärger wegen dieser Eier. Eier. Die Magie in dieser Welt dahin. Ohne Magie sterbe ich. Ich gehe nur kurz kacken. Noch deine Chance, eine Zauberin zu werden. Sieh zu, wie eine echte Zauberin ihre Gegner besiegt. Da ist er doch, der Yeti. Bentley. Boah, ich darf jetzt von Bentley fahren. Willst du Drache zum Mittagessen? Wenn ich meine Keule hätte, wärt ihr alle dran. Nee, ich merke das ein bisschen so. Ach, das ist doch eine wahre Schönheit. Nippel hat er auch keine. Ohne Nippel nehme ich den eh nicht ernst. Hallo Moonlight, I love Nippel. Muss ich jetzt schon mal sagen. Ohne Nippel, finde ich, sehen Menschen seltsam aus. Ist tatsächlich einfach so. Meine taktischen Instinkte sagten mir, dass die Zauberin dich hier angreifen würde, also bin ich hergeflogen. Vielen Dank. Meine Raketenwerfer scheinen ihr nichts anzuhaben, aber ich kann für dich Munition abwerfen. Jetzt kämpf für die gerechte Sache. Moment, das ist eine Sie. Was? Das ist eine Sie. Ich muss hier gar nichts machen. Einfach nur gewinnen. Hallo Lynch. Schwester von Jule, habe ich mir gemerkt. Achso, das meint der mit Munition. Komm mal her. Halt, geh mal her da. Hä? Soll ich das? Das, ich hasse sowas. Oh oh. Was passiert da? Oh oh. Was macht der? Oh oh. Was passiert da? Oh oh. Aha. Ah! Arsch, das wollte ich haben. Oh! Er hat mich auch getroffen. Penis! Au, au! Okay, ich glaube noch einmal, oder? Dann war... Oh, oh, da. Schicken, schicken!
Au! Fertig, oder was? Das war ja einfach. Ich hab sogar noch ein Leben bekommen. Easy going. Ah ja. Weiß ich ja, wo sie stattdessen sind. So. Abendseewelt. Will dich in die Falle locken. Und wenn es ihr gelingt, glaub mir, du willst nicht wissen, was sie tun wird. Ich verspreche, mich gut um den Rest der Eier zu kümmern. Ernsthaft, nimm Jäger und geh nach Hause, bevor... Ich kann es gar nicht aussprechen. Geh einfach. Nein, ich wohne hier. Das ist mein Haus. Halt, stopp! Alles bleibt so, wie es ist. Da ist eine Rakete drin. Mir ist aufgefallen, dass es in diesen Startwelten hier irgendwie keine Gegner gibt. War aber im ersten Teil noch anders. Und warum ist hier so ein... Gustav! Gustav! Wie fandet ihr den letzten Film, Bully Parade? Ich fand den ehrlich gesagt voll schlecht. Sparks! Aber warum denn nur später? Lass mich doch das jetzt machen, ich bin bereit! Ja, ist echt schade. Ehrlich gesagt fand ich bei der Bully-Parade die Outtakes immer am besten. Ich schaue mir heute noch die Best-of-Outtakes und so an von Bully-Parade. Das war, ist einfach Kult. Oh, ist ein Unterwasserlevel, oder? Ich hasse Unterwasserlevel. Noch ein Unterwasserlevel. Oh nein. Ist das hier alles unter Wasser? Ich nix mögen unter Wasser. Das weiß ich gar nicht mehr. Ehrlich gesagt. Da schwimmt ein Wal. Ah, ich wollte jetzt erst einen Namen von euch benennen, aber dann dachte ich, nee, das macht man nicht. Habe ich es nicht gemacht. Nett, oder? Habe ich jetzt niemanden gemobbt, siehst du? Gut. Gut, gut. Ja, dann natürlich Tobi. Wenn er schon so drum bittet. So schnell wie du duschen warst, hast du wirklich nicht an dir gespielt. Das ist brav. Das macht nämlich blind. Ich glaube, der will mich umbringen, der Wal. Kann das sein? Der will mich, glaube ich, fressen. Er sieht zwar nett aus, aber... Ah! Der hat ein Ei verschluckt.
Wo werden die eigentlich hin, Teleportazi? Wie eklig der von innen aussieht. Ob der einen Namen hat, der Wal? Wo komme ich denn hier an Land? Hallo? Geht's noch? Wie mies war denn das versteckt? Wo muss ich hin, um wieder an Land zu kommen? Da hinten irgendwo, glaube ich, oder? Da war ich schon. Glaube ich. Ja. Ja, ja, ja. Feuerwackel, verbrackel. Da ist eine Wand. Ein Wal kann nicht Hans heißen. Das ist nicht schön. Hans der Wal klingt nicht gut. Ganz und gar nicht. Eigentlich, wie komme ich denn? Ach, da. Spider-Schwein, Spider-Schwein, macht was immer ein Spider-Schwein macht. Hängt es von einem Netz. Kann es nicht, es ist ein Schwein. Pass auf, es ist ein Spider-Schwein. Speeder-Pick! Oh, hi. Hallo, Spyro. Dieses Power-Up kann dich für kurze Zeit unbesiegbar machen. Ich habe mein Ei gefunden. Wie sie es prophezeit hat. Stuart Bloom. Warum bin ich so schön, so schön, so schön, so unfassbar schön, so unglaublich schön? Ich bin viel schöner als jeder, als jeder, als jeder. Ich bin viel schöner als jeder, so wunderschön bin ich. Zum Turm gleiten. Der da oder was? Bin wirklich schön. Innerlich, äußerlich. Selbst das, was aus meinem Körper wieder rauskommt, ist echt schön. Ich hätte einen Preis verdient dafür eigentlich, dass ich sowas produziere. Okay, jetzt habe ich die Eier, aber die restlichen Münzen fehlen mir noch. Und zwar 45 an der Zahl. Oh Mann, die sind irgendwo im Wasser, wetten? Voll blöd, ey. Honigwabenstrecke, oh je.
Bezaubernder Grat. Bezaubernde Genie kenne ich noch aus dem Fernsehen. So, sind es jetzt nur noch 35. 25. Die hier irgendwo noch. Ah ja, nur noch 20. Ich gehe nur kurz kacken. Frostaltäre. Zweimal den Yeti besiegen, hieß es da. Wer auch immer der Yeti ist. Was ist denn da? Ah ja. Das war's. Damit habe ich alles. Nicer, Dicer, Hosenscheißer. Die Zauberin hat hier einen echten Schatz. Es waren 2 Dutzend Rhinoxe nötig, um diesen dümmlichen Fellball einzufangen. Also kannst du sicher sein, dass er nicht... Woher hast du all das... Naja, Final Fantasy, Dragon Balls, Crash Bandicoot. Lauter so Zeug. Also kommt schon ein bisschen was. 16. Oktober kommt Alan Wake 2 raus. Der belebende Atem der Freiheit. Mit der Demut eines verwundeten Sperlings verneige ich mich vor meinem edlen Befreier. Nichts zu danken, Kumpel. Ja, schließlich habe ich dich rausgelassen. Oh, du dreister, gieriger, doppelzüngiger, diebischer Bär. Moment mal. Noch einmal mehr? Mindestens. Der Arme, der wird voll geschlagen. Bitte erweise mir die besondere Ehre, mich in der nächsten Zeit einmal zu besuchen. Wahrheit oder Lüge spielt ihr? Ja, nee. Sicher. Wahrheit oder Pflicht sollt ihr spielen. Naja, solche Prügel. Den muss ich jetzt tatsächlich machen, weil sonst kann ich ihn nicht freispielen. Verlorene Flatter, blablabla, bezauberter Grab. Bentleys Außenposten. Kiste von der Klippe stoßen.